Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, wir kommen zu einem Update und stellen fest, dass ja der Index, also in dem Falle der Germany 30, aber auch in Amerika, die Indizes sich weiter nach oben hangeln und wir kommen immer näher an die Allzeithochpunkte. Und ja, hier geht es letztendlich jetzt darüber, den entscheidenden Schritt oder Step zu machen, damit wir ja diese Widerstände dann nach oben herausnehmen können. Und ja, somit würden dann eben diese bullischen Alternativen, die wir vorgestellt haben oder mit denen wir uns über die Woche beschäftigt haben, dann ja immer mehr aktueller und eben im Sinne der Trendfortsetzung mit den neuen Allzeithochständen dann auch bestätigt. Und ja, das gilt es dann weiter zu beobachten, ob das dann tatsächlich so eintritt. Und dann auch die Frage, ob das jetzt heute schon passiert, dass wir auch einen starken Wochenausklang haben, nachdem es am Montag noch deutlich runterging und dann natürlich auch in die nächste Woche das Ganze dann gut zu beenden und den Monat Juli dann positiv abzuschließen. Okay, soweit dann die Vorarbeit. Was kann man weiterhin sagen? Der Goldpreis, ja, ein ständiges Hin und Her. Wir haben jetzt heute Morgen die 18.10 versucht rauszunehmen, ist misslungen, dann auf der Unterseite die 17,90 attackiert, wiederum verteidigt, jetzt sind wir irgendwo in der Mitte bei 1800. Nicht Fisch, nicht Fleisch, somit warten wir weiter auf eine Richtungsentscheidung dann im Goldpreis, auch im Euro. Gestern ging es nach der EZB zunächst über die 1,18, hatten ja eine gute Ausgangssituation, das Ganze wurde verkauft. Heute Morgen wiederum eine kleine Erholung, die wiederum verkauft wird. Und ja, auch heute die wichtige Entscheidung hier. Vielleicht wird es sogar noch vertagt. Nächste Woche ist ja die FED noch dran. Die EZB hat ja vorgelegt. Die FED ist jetzt dann am Mittwoch dran, sodass man ja vielleicht sogar erst bis Mittwoch eine Entscheidung hier im Euro, vielleicht dann auch im Gold bekommt gegenüber dem Dollar dann. Okay, soweit dann die Ausgangsbasis. Wenn Fragen sind für Einzelwerte oder andere Werte, gerne über den Chat einfach posten. Dann können wir uns das anschauen und versuchen, die Frage zu beantworten. Okay, kommen wir zum Germany 30. Und genau, wir hatten ja jetzt am Montag das Erreichen einer wichtigen Zone, und zwar zwischen 195 und 15.195 und 15.046, ich zeichne es nochmal ein, dieser Bereich. Und wichtiger war da die 127er Extension dieses ersten Abverkaufs hier, die wir dann ebenfalls am Montag hier bei 130 erreicht haben. Was spannend war, am Montag, Dienstag, wir hatten es angesprochen, dass die Kasse tatsächlich bei 129 am Montag trotz dieser Schwäche geschlossen hat. Und das praktisch exzellent hier als Vorarbeit geliefert hatte. Dann war es dann umso spannender am Dienstag, dazu dann gleich mehr aus dem Intraday-Chart. Und die Option, die hier praktisch besteht, ist, dass seit April eben eine Korrektur lief, die sich in etwa so abgespielt hat. Also so, um dann eben diesen Abverkauf hinzustellen hier, um dann eine neue Trendsequenz hier starten zu lassen. Das Ganze hatten wir verglichen mit dem Jahresbeginn, also im Dezember und Januar hatten wir eine ähnliche Situation, und zwar diese hier, dass wir eben einen Abverkauf hatten mit dem großen Verfall im Dezember, dann eben zum Jahresstart, also bis in die erste Handelswoche, hier ein positiver DAX, Fehlausbruch und dann dieser Abverkauf in den Anfang Februar hinein eben, perfekt. Und ja, eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch hier. Und mal sehen, ob das hier in den Monaten Februar, März nach oben aufgelöst wird. Das war hier ja dann die Ausgangslage. Es gibt sogar noch eine Variante zu diesem bullischen Account. Der würde aber einfach hier nur eine interne Veränderung bedeuten von der Ausgangslage oder vom Potenzial dann nach oben, würde das keinen Unterschied machen. Und zwar, dass die Korrektur eigentlich mit diesem Doppeltief hier unten bei 14,8 schon vollendet war.
wir bereits dann die Rallye haben und die Korrektur eben seit 14. Juni hier läuft und ja damit eben abgeschlossen ist. Hier eine ganz klare Dreierbewegung, ganz genau in der 76er Retracement auch perfekt. Und hier geht dann die Luzi ab für neue Hochpunkte. Und ja, erster Zielpunkt für einen Ausbruch, das wäre ja dann interessant, sollte das hier gelingen über die 800 und 820, ist dann die 16.072 und 16.415 hier im Germany 30 zunächst. Okay, und das gilt es dann weiter zu beobachten. Okay, was kann man sonst sagen? Auf der Short-Seite gilt natürlich das Tief von dieser Woche als Kontrollmarke. Solange wir über 15.046 notieren, hatten wir jetzt die letzten Tage dann auch so gesagt, ja, ist der Trend eben aufwärts, da gibt es nichts Short, sondern erst unter diesen 15.046. Im Intraday-Bereich, also im 5-Minuten- oder im 15-Minuten-Chart, ja, da ist natürlich anders und da gilt es eben, die Bewegungen sich anzuschauen. Wir hatten hier am Dienstag diese Bewegung, punktgenau auf der 76er, hat sich perfekt abgespielt hier und die Rallye geht los. Was man hier machen kann, ist praktisch diese Bewegung hier folgen, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und hier würde praktisch hier eine interne 3 ja, im Idealfall bald zu Ende gehen, sodass wir weiterhin dann im Bereich der 1460 eine Unterstützung haben. Wir hatten ja auch gestern diese Zone hier angesprochen und der Markt ist ja fast perfekt drauf. Die 430 hat er nicht erreicht, das Tief war gestern bei 455, meine ich, und ausgehend davon eben hier die Rallye. Also dass praktisch auch hier diese Option gelten kann, dass diese Dreierbewegung schon, diese Impulsbewegung durch ist. Wir haben die Korrektur gestern gesehen und hier ist dann die nächste Rakete schon im Gange, ohne Schwäche und ein direkter Durchmarsch bis Montag auf die 820 dann ja eigentlich ideal. Und daran wird ich eben aufgrund des Trendes hier mich im Moment orientieren, dass eben diese Bewegung gestern ja konsolidiert hat und wir in Richtung Hochpunkt einfach aufgrund dieser höheren Hochs und höheren Tiefs dann hinausläuft. Okay, das gilt es dann zu beachten. Ansonsten die Supportzone ist, denke ich, klar. Das sind die gestrigen Tiefpunkte, 455. Okay. Okay, soweit dann zu dem Germany 30 und im ja, US 30, der hat ebenfalls schon die kompletten Verluste am Montag oder vom Montag negiert. Wir sind am Hoch und ja, heute geht es ebenfalls darum, hier um die Allzeithochs im US 30, also 15.000, was ist es, 35.100 in etwa. Und ja, sobald wir da drüber ausbrechen, haben wir zwei obere Extensionsziele, die 35.373 und die 36.000. Das sind dann die zwei ersten Zielpunkte ja, dieser Rallye. Und aktuell, ja, richtig bärisch wird es erst unter dem Tief vom Montag, ist, denke ich, klar. Und im Intraday-Bereich 5 Minuten, was kann man da sagen? Ja, letztendlich die Supportzone, jetzt auch hier das gestrige Tief zur Eröffnung, das kann man sich anschauen, dass der Markt eben, sollte hier nochmal korrigieren, diese Tiefpunkte als Support hat. Und die zweite Supportmarke, 460, das sind so zwei Zonen, die interessant sind, sollte der Markt hier korrigieren und am Allzeithoch erstmal scheitern. Okay, dann genau, Euro ist, wie gesagt, schnell abgefrühstückt, da tut sich nichts, also ist weiterhin tot, kann man durchaus so sagen. Ich lösche das hier nochmal, also ja, hier viele Lunden, viele Dochte, passiert relativ wenig und von daher lassen wir das auch erstmal da so ausgrooven, mal schauen, was dann nächste Woche passiert. Also eine sehr wichtige Zone, der Bereich 1760, wo wir jetzt sind. Im Prinzip die letzte Haltestation oder Harakiri-Situation vor dem Tief hier bei 1710. Unter 1710 besteht Gefahr, dass wir direkt durchrutschen hier im Euro auf die, ja, auf die Corona-Ausbruchsstelle. Die ist hier bei 1,15 in etwa dann zu nennen. Okay, schauen wir dann, wie sich das dann weiterentwickelt. Okay, Gold, ja, ebenfalls. Ich zeige nochmal den Stundenchart.
Genau, dieser steile Abverkauf jetzt. Wir haben im Juli bisher praktisch eine Erholung gestartet. Und hier ist jetzt die Frage, ob wir ein höheres Tief eben etablieren können. Und bisher hält diese 1790er Marke. Wir hatten jetzt dreimal diese Zone getestet. Einmal, Versuch wird unterbrochen, also hier eine schöne Rallye. Hatten wir noch besprochen mit dem 76er Retracement bei 18,25, wurde verkauft, perfekt. Mit dem zweiten Rücksetzer und dann wurde es eben spannend. Und wir haben jetzt gestern ebenfalls diese Zone erreicht, wunderbar. Wieder ein Bounce, wird wieder verkauft. Okay, neues Tief, wird aber wieder gekauft. Und jetzt kann man sich vielleicht einen Trigger basteln, und zwar das heutige Tageshoch hier bei 18,10. Und man braucht ja eine Bedingung, also ein höheres Hoch, um eben einen neuen oder den Bruch eben dieses Abwärtstrendes, der definiert sich ja vom Hochpunkt, Zwischenhoch und dann dementsprechend dieses tiefere Hoch. Und genau diese Folge, die muss unterbrochen werden und die wäre jetzt mit dem nächsten Push über die 18,10 unterbrochen. Und dann könnte hier Momentum im, im Goldpreis hineinkommen und das kann man beobachten aktuell. Was man ebenfalls machen kann, ist einfach mal ein Fibo hier so zu ziehen. Dann sieht man, dass hier eben ja, die interessante Zone praktisch erreicht ist. Und wir kämpfen jetzt seit zwei, drei Tagen um das 50er Retracement hier dann sichtbar. Und gleichzeitig auch hier die Tiefpunkte vorher, die jetzt natürlich als Support fungieren. Okay. Soweit die Situation im Gold, also 18,10 für den Intraday-Bereich oder allgemein auch, um diesen Abverkauf hier dann erstmal zu neutralisieren. Und unter 17,90, da wird es schwierig, dann eben Jan Rutsch in Richtung 17,82 und 17,50 möglich dann. Okay, dann haben wir noch den Ölpreis, der marschiert ebenfalls ja, weiter nach oben. Ja, im Ölpreis ist jetzt, wäre jetzt keine oder die Möglichkeit jetzt die letzten zwei Tage, also als es hier so runterging, nicht ergriffen hat, um ja in diesem Markt praktisch aktiv zu werden. Da ja, muss man abwarten aktuell. Und zwar, ja, die Ausgangsbasis war ja, dass diese Abwärtsbewegung eben ein zweites Mal oder ein zweites Standbein kriegt und zwar eben in diese Zone hier hinein, also entweder aufs 127er oder aufs 161er. Ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Schöner Abverkauf hier am Montag, genau auf das 161er Extensionslevel. Hat dann perfekt gehalten. Und am Montag dann hier dieses Setup idealerweise. Oder Dienstag war es, Verzeihung. Haben wir, glaube ich, angesprochen. Von diesem Retracement hier, ich meine, es ging über das 50er dann. Direkt die Rallye dann nach oben. Okay. Und warum ist es schwierig aktuell? Und zwar, weil hier ein möglicher Fünfer ja, zu Ende gehen kann. Also sprich, dass wir hier eine Rallye haben, Gegenbewegung, dann dementsprechend eine Welle 3, also 1, 2, 3, 4, 5 in das Hoch hier. Wie gestern besprochen, der Abverkauf und das neue Hoch. Und genau diese Fünferentwicklung, die ja, wäre jetzt dann eher kontraproduktiv für die Long-Absichten. Weil nach einem Fünfer würde ja praktisch eine Dreierbewegung laut Elliott-Wellen dann anstehen. Und ja, diese Abwärtsbewegung, die würde ja dementsprechend über das Retracement, hier 38er und 61, also 71,70 und 70,20, ja eine interessante Supportzone haben. Und sehr interessant wäre in dem Falle das 38er im Moment. Warum? Weil hier eben das Tief der Welle 4 erstmal notiert. Und ja, also dieser Bereich wäre interessant für einen Rücksetzer, dass man diesen Bereich sich mal anschaut. Okay, das, die Option sollte praktisch im Hoch hier eine Welle 5 zu Ende sein. Das Ganze kann natürlich auch ja, direkt noch bullischer aufgelöst werden. Und zwar, dass wir eben hier eine 1-2 haben und sich hier diese Auffächerung erst fortsetzt oder neu entfacht praktisch. Hier würde praktisch die 1,2 stehen und von dem Hoch hier ist das hier praktisch eine neue 1 und ein kleiner Rücksetzer, ebenfalls in diesem Bereich, würde eine 2 beenden und dann eben der direkte Durchmarsch sich hier ja, einstellen.
Und deswegen ist der Bereich praktisch sehr tricky, wie sich hier das Ganze entwickelt. Für diesen direkten Durchmarsch, was wäre Bedingung? Also wichtig wäre da, dass entweder der Tiefpunkt vom 22. oder der von gestern, dass diese beiden Punkte nicht unterschritten oder berührt werden. Und somit kann man praktisch gegen diese Tiefpunkte oder mit diesen Tiefpunkten diese sehr bullische Variante dann ja, umsetzen. Und ansonsten auf der Short-Seite eben diese 5er Variante, wenn man das traden will, dann eben nur gegen dieses Zwischenhoch, damit man eben hier dieses Risiko ja, möglichst gut einschätzen kann. Okay, soweit dann die Option aktuell dann für den Ölpreis. Man kann auch mit dem FIBO arbeiten, vielleicht das als Abschluss. Und zwar, dass man diesen kompletten Abverkauf andersrum hier so mit dem FIBO sich mal einzeichnet. Und ja, die Zone, wo wir jetzt aktuell stagnieren, ist auch gleichzeitig das 61er Retracement der kompletten Abwärtsbewegung. Und ja, hat auf jeden Fall eine gewisse Signifikanz für den heutigen Tag. Okay, ja, dann haben wir eigentlich alles soweit durch. Ja, die US-Märkte sind auch offen. Ah ja, vielleicht ein kurzes Wort. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. In China ja, ist eine neue Regulierungswelle scheinbar am Werk. Und zwar geht es um ja, Education-Unternehmen, also Unternehmen, die Nachhilfe oder allgemeine Schuldienste anbieten. Und die werden scheinbar als Non-Profit-Organisation ausgewiesen. Und das ist natürlich Gift für jedes börsennotierte Unternehmen. Und ja, man sieht, der Kursabschlag jetzt zum Beispiel bei New Oriental knapp 60%. Und der größte Bereich hier, die TAL, habe ich schon ein bisschen rumgespielt, ja, hat alles rausgefetzt. Auch minus 50%, ja, großer Abverkauf hier in chinesischen Werten. Fast alle Aktien in China unter massivem Druck. Sie sehen fast alle Aktien hier massiv unter Druck. KI, Agora, Bilibili, Yatsen, Didi. Muss man abwarten, ob das stimmt, ob das jetzt nur eine Ente ist. Bisher, also Tal kam vorhin auch mit einer Nachricht raus, dass es keine Meldung hat der Behörden. Muss man abwarten, was da rauskommt, aber komplett oder durchweg chinesische Aktien massiv im Minus heute. Auf jeden Fall eine krasse Geschichte, die da scheinbar im Moment läuft. Ja, man könnte sich es eben vorstellen, sollte am Wochenende oder am Montag eine Negativmeldung kommen, warum auch immer, ist jetzt reine Spekulation, dann könnte sich dieses Minus am Montag in ein Plus verwandeln. Weil es dann einfach eben nicht stimmte, eine Ente praktisch war, ja, muss man, denke ich, einige Artikel mal wälzen, wie gut da die Quellen im Moment sind. Okay, ja, auf der Gewinnerliste aktuell hier, ja, Snap gestern mit Zahlen, Top-Performer. Und ja, neues All-Time-High hier in der Snap, wahnsinnig starke Aktie seit den letzten Jahren. Und ja, hier läuft der Anstieg in Richtung 400er Extension und zwar Richtung 87. Und ja, hier sollte dann eine Welle 3 im Idealfall enden in der Snap. Oh ja, top Performance hier. Okay, ja, dann sollte das die Woche dann gewesen sein. War sehr, sehr spannend. Vor allem dann auch mit der ja, schönen Aufwärtsbewegung, die sich eingestellt hat. Mal sehen, wie sich das Ganze dann weiter fortsetzt. Ansonsten, ja, schönes Wochenende wünsche ich. Genießen Sie das Wetter, wenn gutes Wetter ist bei Ihnen. Und in dem Falle, good trades, viel Erfolg. Ade.